Hallo, am Samstagnachmittag. Draußen pisst es wie die Sau. Schaut mir her. Gibt bald Land unter. Ideale Wetter für einen Garagennachmittag. Da werde ich euch noch ein bisschen was erzählen. Ich habe noch zwei Päckchen zum Auspacken, aber jetzt gehen wir mal rein. Hier draußen ist es kalt und eklig. Und dann habe ich noch ein paar abschließende Arbeiten am Iltis zu machen. Bis gleich. Hallo und herzlich willkommen am Samstagnachmittag in der Garage. Habt ihr gerade gesehen, draußen regnet es ohne Ende. Topwetter, um heute meine letzten Blecharbeiten zu machen am Iltis. Bin froh, wenn ich da fertig bin, dass ich mit dem Lackieren weitermachen kann und mit der Technik wieder ein bisschen. Das wollte ich vor dem Winter schaffen, damit ich im Winter noch ein bisschen an der Technik feilen kann und die Farbarbeiten vielleicht im Herbst machen kann. Ich habe euch heute schon mal ein Short eingestellt. Jetzt treten solche Fake-Kanäle wieder vermehrt auf, die meinen Kanalnamen leicht verfälschen, mein Kanalbild verwenden und dann eure Kommentare unter diesem Namen beantworten und dafür irgendwas werben. Wer so eine Kommentare drin hat, immer genau anschauen, wie das geschrieben ist. Schaut täuschend echt aus, bloß ein paar Zeichen dazu gesetzt, und wenn ihr das seht, dass das nicht von mir ist, dann könnt ihr die auch gern melden, dass die wieder verschwinden. Ich habe zwei Päckchen bekommen, die liegen seit 2 Tagen bei mir, die packen wir jetzt gleich aus, bevor ich mit dem Arbeiten anfange. Einmal das hier von Martin, ich setze meine Brille auf. Von Martin bekommen. Das Päckchen alias DJ Luma. Habe ich schon geschaut, da gibt es aber mehrere DJ Luma. Muss ich mich nochmal schlau machen. Also machen wir das mal auf. Ich bin natürlich schon neugierig, liegt schon seit vorgestern bei mir. Was mir der Martin geschickt hat. Ja. Sauber verklebt. Es dauert. Der Sommer scheint weitgehend gelaufen. Ich hoffe, dass ich nochmal zum Motorradfahren komme. Dass es nochmal ein bisschen wärmer wird und trocken. Das ist so gut verklebt. Ich glaube, da muss ich schnell mal einen Cut machen, sonst wird es zu lang. Jetzt habe ich es offen. Ist ein Brief dabei. Lieber Ed, ich finde deine YouTube-Videos wirklich super. Bin leidenschaftlicher Raucher und Individualist. Und als stiller Zuschauer von dem Kanal, mach weiter so. Ich hoffe, es gefällt dir. Meine Auswahl an dich. Schöne Grüße. Martin. Luma, DJ Luma, sind wir gespannt. Einmal Nescafé, Espresso und hier eine ganze Packung Moods Gold Zigarillos. Werden wir mal testen. Dann ein Duftöl für den Herbst, wird sich meine Frau freuen. Ein kleiner Satz Imbusschlüssel, kommt in die Werkzeugkiste und Schnupftabak. Gavis, Samuel Gavis. In der Tat habe ich gerade einen in der Hosentasche stecken, wollte ich heute benutzen, dann nehmen wir den Gavis natürlich. Bekannt mit seinem Aprikot-Aroma. Der bleibt gleich in der Garage. Danke Martin, freut mich.
Jetzt kommt Päckchen Nummer 2. Das ist vom Anton. Ist relativ schwer, schon sehr so groß. Schöner Quader vom Anton. Auch ein Briefchen dabei. Könnt ihr mal reinschauen? Warte mal, ich mache die Kamera mal runter. Blick ins Päckchen, so sieht es aus. Da schaut man schon was Freundliches entgegen. Eine Schweizer Militärtasche. Ein Brief. Ein Sackerl mit Halbedelsteinen. Heilsteine, ein kleines Victorinox, damit ich meine Backerl aufschneiden kann. Jetzt schauen wir noch, was in der Kiste unten drin ist. Bin gespannt. Den finde ich ja super cool, den Emoji. Da hat sich jemand richtig Arbeit gemacht. Mal schauen, wo ich den platziere. So, und jetzt schauen wir mal den Brief rein. Ich finde immer gut, wenn ein Brief dabei ist. Hallo Ed, jetzt muss ich dir auch mal eine Kleinigkeit schicken und auch auf diesem Wege für deine tollen Filmchen bedanken. Ich bin ein großer Fan von dir und wir haben am gleichen Tag Geburtstag. Das finde ich ja genial. Liebe Grüße von Anton und seiner Familie. Von meinem Sohn Corbinian ist der Smiley, die Kristallscheine mit Wasserkaraffe. Hab's doch gewusst, ist was Positives. Ein Schnackelmesser. Zwei Fußballkarten. Dann schauen wir mal rein. Auch Gruß an Dank an Sohn und Familie, Anton. Das ist so eine Schweizer Ledertasche, unkaputtbar. Mal schauen, ob ich die in meinem Schweizer Militärfahrrad irgendwo montieren kann. Ich liebe so eine alten Ledersachen, habe ich auch schon gekauft selber. Taschenmesser kann man immer brauchen. Gerade so ein mittleres Format. Zwei Fußballerkarten. Die stecken wir irgendwo hin. Da unten. Oh. Zwei halbe Bier, ein Unertl, Erinnerungstrunk zur Schlacht in Hohenlinden. Da wollte ich immer schon mal hin auf das Schlachtfeld, das ist ja unweit von mir. Das war, glaube ich, ziemlich genau 1800 um die Weihnachtszeit, an einem totalen Wintertag, diese Schlacht zwischen Franzosen, Bayern, Österreicher. Den werde ich mir schmecken lassen. Den werde ich trinken zum Jahrestag am 3. September 1800. Da steht ja der Tag drauf. Schlacht von Hohenlinden. Gut, jetzt sind wir mit dem Unboxing fertig. Jetzt muss ich ein bisschen weitermachen, dass ich meine Blecharbeiten fertig kriege. Am Schluss melde ich mich nochmal bei euch.
Es ist 4:45 Uhr. Ich glaube, jetzt habe ich mir mein Feierabend halbe verdient. Die Blecharbeiten am Iltis sind abgeschlossen, außer ich finde im Laufe der weiteren Arbeit noch was. Aber im Großen und Ganzen bin ich jetzt ringsherum fertig, kann anfangen zu schleifen und vielleicht zu lackieren. Jetzt gibt es eine Feierabend halbe. Schultheiß aus Berlin. Haben wir letzten Samstag, oder Sonntag war es, zwei Jungs aus Berlin vorbeigebracht, haben mich besucht. Prost auf euch. Bin jetzt froh, dass ich fertig bin mit der Schweißerei. Ja, ziemlich bitter. Pilsener, Schultheiß hatte ich in der Tat noch nicht. Hab's schön gekühlt draußen hingestellt. Ist so kalt draußen, dass man es jetzt gut trinken kann. So ein kleiner Berliner Fruchtzwerg. Also mir persönlich ist fast ein bisschen zu bitter. Ist mein bayerischer Gaume nicht gewöhnt. Aber das passt. Schön kalt kann man es trinken. Ja, jetzt werde ich ein bisschen aufräumen in der Garage. Beim Schweißen und beim Arbeiten, da bleibt immer viel liegen und viel Dreck. Ein bisschen sauber machen und ein bisschen umrangieren. Und dann mache ich Feierabend. Was meinst du? Okay, also, bis bald, ciao, servus, danke fürs Zuschauen.